Das Tor der Illusion. In derselben Nacht war der Sensei in der immer noch eingefrorenen Universität unterwegs. Er durchstreifte die Gänge der Bibliotheken auf der Suche nach magischen Werken, welche ihm helfen könnten, den Zauber von Erastu zu nehmen. Er wurde dabei von 4 höheren Shadows begleitet, welche ihn unterstützen sollten. Die Suche hatte bereits im frühen Morgen begonnen, doch bisher hatte der Sensei nichts Nützliches entdecken können. Nun hatte er alle Bibliotheken der ersten Etage durchforstet und kam so zu der letzten Bibliothek in der höchsten Etage. Hier fand er an dem Torbogen, der hineinführte, eine warnende Aufschrift, die besagte: Achtung, gefährliche makiskopische Bücher. Was soll denn makiskopisch bedeuten? Fragte der Sensei. Vielleicht so etwas wie mikroskopisch? Antwortete einer seiner Begleiter. Und was soll das sein? Ja, ich habe mal von einem Kontinenten gehört, wo lauter winzige Leute leben, die nennen sich Mikroskopia und sind dann halt mikroskopisch, also winzig eben. Warum gibt es eigentlich so viele Worte? Nützen doch eh nichts. Die einzigen Worte, die ein Shadow des Öfteren hören sollte, sind: Ist da wer? Hallo? Oh mein Gott, nein, ich... Und zwar von seinen Opfern. Er grinste wieder. Man sah in seinem verschmitzten Grinsen, dass er die Vorstellung sichtlich genoss. Nun, sprach er nach einem kurzen Moment, dann müssen wir es halt herausfinden. Er öffnete das Tor und trat ein, dicht gefolgt von den anderen. Eine verhältnismäßig kleine Bibliothek kam zum Vorschein. Sie umfasste gerade mal 20 Regale, die sich auf einen engen Raum von 4x10 Metern zusammendrängten, wobei an jeder Seite des engen Gangs je ein Regal stand. Der Sensei trat achtsam ein und stand vor dem ersten Regal. Darin lag nur ein einziges Buch, welches mit Ketten am Regal befestigt war. Es sah überaus edel aus, mit seinem dunkelbraunen Einband, auf dem an den Ecken Klauen und in der Mitte eine wütende, krästliche Fratze mit langen Zähnen abgebildet waren. Das sieht gefährlich aus, sprach ein Begleiter. Der Sensei ignorierte ihn und drehte sich zu dem anderen Regal um. Hier lag ebenfalls ein einzelnes Buch allein im Regal. Es war blau und schien zu leuchten. Um es herum war eine Glasvitrine. Der Sensei betrachtete es vorsichtig und entschied sich stumm weiterzugehen, sodass er zwischen den nächsten beiden Regalen stand. Hier befand sich, wie erwartet, wieder nur jeweils ein Buch pro Regal. Das Buch im rechten Regal schien schon alt zu sein, denn sein grauer Einband war gebröckelt und verstaubt. An dem Buch war an sich nichts weiter auffällig, außer dass es ganz in der untersten linken Ecke lag. Dies war insoweit besonders, dass in den vorigen Regalen die Bücher alle mittig lagen. Doch noch etwas war seltsam. In der oberen, rechten Ecke des Regals lag eine gelb leuchtende, hübsche Blume, die wohl nicht nur zu dekorativen Zwecken diente. Der Sensei drehte sich zu dem anderen Regal um und sah ein Buch, welches ein Auge hatte. Dieses fixierte ihn. Es schien fast hypnotisch und starrte den Sensei direkt in die Augen, und er starrte mit gläsernem Blick zurück. Er blinzelte, und auf einmal war er nicht mehr in der Bibliothek. Er blickte sich um und stellte fest, dass er mitten in den Wolken schwebte. Er stand auf einer Wolke und konnte sehen, wie andere Wolken an ihm über den blauen Himmel hinwegzogen. Eine davon sah genauso aus wie die Shadow-Gilde, die nächste formte das Bild des alten Lord Bilibali. Dieser Wolke näherten sich schnell eine andere, die genauso wie Tralala aussah. Als beide aufeinander trafen, umarmten sich Vater und Sohn zärtlich, so als wären sie froh, endlich wieder beisammen sein zu können. Den Sensei überkam ein überschwängliches Gefühl des Mitleids und der Trauer. Tränen kullerten aus seinen Augen heraus, die über seinen Wangen liefen. Er ließ sich auf die Knie fallen, senkte seinen Kopf Richtung Schoß und verdeckte vor seelischem Schmerz sein Gesicht mit seinen Händen. Die Trauer wurde so groß, dass der Sensei ein starkes Beklemmen in der Brust spürte, so als würde sein Innerstes, seine Seele, zwanghaft versucht, durch den Brustkorb zu stoßen, um nach außen zu dringen. Doch kurz bevor der Schmerz zu groß wurde, spürte der Sensei ein heftiges Ziehen an der Schulter, welches ihn nach hinten riss. Die schmerzliche Trauer war vergangen und er konnte seine Augen wieder öffnen. Sein Blick war entsetzt. Er sah sich um und stellte fest, dass er wieder in der kleinen Bibliothek war. 2 seiner Begleiter hatten ihn nach hinten gezogen und hielten ihn unter den Arm. Alles okay, Chef? Sie sahen so leblos aus und gingen immer weiter auf das Buch zu, bis ihr Gesicht direkt davor war. Sie hätten es beinahe berührt und haben uns gar nicht mehr zugehört. Da dachten wir, dass irgendetwas nicht stimmte und zogen sie zurück. Der Sensei richtete sich auf. Es geht wieder. Ich war wie in Trance. Sie waren so hart gegen das hintere Regal gestoßen, dass wir dachten, dass es umfallen könnte, sprach der Begleiter und musterte das Regal. Oh, da fällt ja gleich was runter. Er griff nach oben zu der Blume, die jetzt fast zur Hälfte über das Regal hing.
Der Sensei brauchte eine Weile, um das zu realisieren. Doch dann schrie er laut, »Nein! Fass die Blume nicht an, sonst...« Doch es war zu spät. Im selben Moment, wo er die Blume berührte, war ein Quietschen, wie von einer alten Tür zu hören. Doch es stammte von dem Buch ganz unten im Regal, welches sich öffnete und sofort schoss ein graues Tentakel aus ihm heraus und traf den Begleiter in das Bein. Wie ein Blutekel saugte es sich an ihm fest und man konnte sehen, wie es in starken Zügen das Blut aus seinen Adern pumpte. In Sekundenschnelle war der Begleiter ausgesaugt und fiel mit dumpfem Knall blutleer zu Boden, woraufhin der Tentakel sich zurückzog und das Buch sich kichernd wieder schloss. Erschrocken war der Sensei nebst Begleiter zurückgeschreckt und hatte das Treiben beobachtet. Nach einer Weile sprach er, »Lasst uns diese grausige Bibliothek verlassen. Mich interessiert nicht mehr, welche verflixten Höllenbücher wir weiter hinten finden werden. Lasst uns einfach gehen.« Schnell bahnte er sich den Weg aus der Bibliothek hinaus, während seine Begleiter ihm gehorsam folgten. Sie erreichten den Vorraum, wo sich der Sensei beruhigte. »Also, allein kommen wir nicht an die Bücher ran. Das ist schon mal klar. Das heißt, wir müssen unsere Pläne ändern. Wenn dieses verdammte Eis irgendwann mal geschmolzen ist und wir einen Suchtrupp zusammengestellt haben, dann sollte dieser sich unverzüglich auf die Suche nach den Illusionisten begeben und sie einfangen. Ich brauche sie lebend. Wenigstens ein paar der Höheren. Vielleicht wissen sie, wie man an das Wissen in den Büchern gelangt, ohne von denen gefressen zu werden. Alles klar? Ja! Dann war's das für heute. Ich wünsche eine geruhsame Nacht, obwohl ich nach dieser Aktion so meine Zweifel an süßen Träumen habe. Die anderen verbeugten sich und gingen davon. Der Sensei fahrte noch einen Moment, dann begab er sich in das ehemalige Zimmer des Erzkanzlers, wo er sich hinlegte. Als die Nacht vorüber war, öffnete Seki verschlafen seine Augen. Er stellte fest, dass er sich in einer Art Käfig aus Holz befand, der inmitten vieler anderer Käfige stand. Seki richtete sich auf und zog instinktiv nach seinen Dolchen, doch seine Hände griffen ins Leere. Die Erinnerungen aus der letzten Nacht riefen sich in seinen Kopf wach. Er erinnerte sich an das, was geschehen war, an den Angriff durch den Wald und seine Landung im Netz. Wer oder was auch immer dafür verantwortlich war, es hatte ihn wohl auf seine Waffen abgenommen. Aber warum hat es ihn am Leben gelassen? Kann ein Wald Interesse an einen Gefangenen haben? Oder waren es die Feen, die ihn und die Illusionisten letzte Nacht attackiert hatten? Seki dachte über diese Fragen nach und entschied sich für die letztere Variante. Alles andere hielt er nicht für logisch. Er tastete die dicken Holzstreben seines Käfigs ab und versuchte sie gewaltsam auseinanderzudrücken, doch es misslang. Sie waren so stabil, dass sie sich nicht einmal ein bisschen verbogen. Er musste also einen anderen Weg herausfinden, weshalb er nach einem Schloss suchte. Doch ernüchternd stellte er fest, dass es kein Schloss gab. Dafür sah er jedoch auf der Oberseite des Käfigs eine Holzöse, durch die ein dickes Seil gezogen wurde, welches weit oben in den Ästen der Bäume in einer Art überdimensionaler Seilwinde endete. Seine Entführer mussten den Käfig also von oben auf ihn hinabgelassen haben. Seine letzte Hoffnung bestand darin, dass er den Käfig heben könnte. Deshalb umfasste er die Streben seines Gefängnisses und versuchte es zu heben. Doch dies misslang. So sehr er sich auch anstrengte, er konnte den Käfig keinen Millimeter heben. Enttäuscht setzte er sich hin. So schnell werde ich wohl nicht hier herauskommen, dachte er sich und begann sich umzusehen. Er blickte in die ihn umgebenden Käfige hinein und sah, dass sich in diesen lauter Illusionisten befanden, die auch gerade anfingen wach zu werden. Einer davon war Lombus, der sich an den Streben seines Käfigs hochzog. »Lombus!« Lombus drehte sich um und versuchte die Herkunft der Stimme zu orten. Als er sich endlich zu Seki drehte und ihn sah, rief er fröhlich und erleichtert. »Seki, du lebst? Dem Himmel sei Dank!« »Hey, so leicht bin ich nicht klein zu kriegen. Okay, ich machte eben etwas Sorgen, als der Baum mich in die Lüfte warf. Also, genauer gesagt, als sich der Zeitpunkt der Landung näherte. Aber durch sowas bin ich nicht klein zu kriegen,« sprach er mit einem Augenzwinkern. »Immer für einen Scherz bereit, nicht wahr? So sehr mich deine fröhliche Art jetzt erfreut, so verwundert sie mich auch. Immerhin sind wir Gefangene.« »Naja, wir müssen halt das Beste daraus machen. Können nicht mit dem Telekinese-Zauberspruch das Seil hochziehen, sodass wir hier raus können?« Ohne Zeit für die Beantwortung der Frage zu verwenden, begann Lombus sich zu konzentrieren. Nach einigen Sekunden ließ er seine Hände nach unten gleiten und sprach leicht traurig, »Es geht nicht.« »Was?« »Ich kann mich nicht konzentrieren. Jedes Mal, wenn ich es versuche, kommen wirre Bilder und Lichter in meinen Kopf, die mich ablenken. Du kannst es selbst ja mal probieren.« Das tat Seki auch, doch er musste dieselbe Feststellung machen wie Lombus. »Wieso? Das verstehe ich nicht,« sprach Seki, der nun nicht mehr fröhlich, sondern nachdenklich klang.
Wahrscheinlich eine Verzauberung gegen Magier. Ganz offensichtlich, die Feen haben damit gerechnet, dass Magier irgendwann einmal in ihre Wälder eindringen werden. Sehr vorausschauend, das muss ich schon sagen. Die Feen? Haben sie uns gefangen genommen? Ich vermute es. Habt ihr sie nicht gesehen, als sie euch gefangen nahmen? Nein, ich wurde von einer leuchtenden gelben, nun ja, Substanz getroffen und dann... Ich erinnere mich nur noch, dass mir schwarz vor Augen wurde und dann bin ich hier aufgewacht. Hast du sie gesehen? Wie hast du eigentlich den Sturz überlebt? Ich bin in ein Netz gelandet, das zwischen ein paar Bäumen hing. Das war auch mit einer gelben, leuchtenden Substanz versehen. Und mir wurde schwarz vor Augen, bis ich hier aufwachte. Aber ich habe niemanden gesehen. Nun, wer auch immer uns hier gefangen hält, ihnen scheint viel daran zu liegen, dass wir unverletzt bleiben. Auf einmal waren Schritte zu hören, die sich deutlich von den, großteils wehleidigen, Gebrabbel der Illusionisten abhoben, das bis dato herrschte. Als die Schritte näher kamen, herrschte Ruhe. Eine gefasste, ernste, aber wohlklingende Stimme rief: Verzeiht, doch wer von euch ist der Herr Lombus? Es herrschte Ruhe. Die Stimme wiederholte die Frage: Herr Lombus, L-O-M-B-U-S. Ich bin gekommen, euch etwas zu fragen. Es dient eurem eigenen Wohlergehen. Lombus rief: Mein Wohlergehen? Mir ginge es sehr viel wohler, wenn ich nicht von euch letzte Nacht angegriffen worden wäre. Die Schritte näherten sich und ein etwa 1,20 Meter großer, junger Mann stellte sich vor Lombus' Käfig. Er war wohl ein Fährisch, denn er hatte stark gekräuseltes, volles, leuchtendes, hellgrünes Haar. Die Strähnen schienen am Scheitel zu beginnen und sich nach hinten zu legen, wobei sie sich kringelten, sodass jede Strähne wie ein Halbmond aussah. Der Körper war überaus schlank, doch wirkten die Beine und der Torso überaus sportlich muskulös, wohingegen die Arme eher schwach wirkten. Auch die Hautfarbe wies Besonderheiten auf. Sie war nicht wie bei Menschen ocker, sondern hatte einen sehr hellen Grünton, der sich in leichtes Gelb neigte. Ab und an waren dunkelgrüne Stellen zu sehen, die wie Rosetten eines Leoparden wirkten. Der junge Mann trug eine edle, himmelblaue Rüstung, die eine Art Symbiose zwischen einem Brustpanzer, Plattenpanzer und Kleid war, da sie den gesamten Torso bedeckte. Auf den Schultern befanden sich bewegliche Platten, die, wie Schuppen, übereinander geschichtet waren und die Schultern optisch vergrößerten. Die Arme waren in einen glatten, ebenfalls himmelblauen Metall umhüllt, doch es lag so eng an, dass es wie ein Kleid wirkte und unmöglich aus Metall bestehen konnte. Dieses Kleid endete an den Handgelenken mit auffällig und aufwendig gestaltenden Saum. Auf dem Brustpanzer befand sich da, wo man die Brüste vermuten würde, ebenfalls ein aufwendiger Saum, der wie Kiem wirkte und sich vertikal nach unten bis zu dem Bauch lang zog, wo die Rüstung in eine ebensolche Hose endete, die mit derselben kiemhaften Dekoration begann und nach unten hin immer mehr wie überlappende Schuppen wirkte. Aus was auch immer die Rüstung bestand, sie sah sehr edel aus und musste auch sehr flexibel sein. Sehr geehrter Herr Lombus, ich möchte mich euch vorstellen. Mein Name ist Lysandor, General der Feentruppen. Mir ist gleich, wie ihr heißt. Und auch wenn ihr höflich seid, wir sind trotzdem eure Gefangenen. Entstieß es Lombus empört. Der Fährisch verzog keine Miene und sprach im höflichen Ton weiter. Da habt ihr wohl recht. Doch ich bin gekommen, um das zu ändern. Dazu müsst ihr mir jedoch eine Frage beantworten. Welche da wäre? Am frühen gestrigen Morgen fanden wir einen alten Mann im Wald, der, so wie ihr, blaue, mit Himmelskörpern verzierte Gewänder trug und behauptete, er wäre ein Illusionist. Wir brachten ihn zu Oria, unserer Herrscherin, welche herausfand, dass dieser Mann tatsächlich ein Illusionist ist. Einst, in ihren jungen Jahren, wo Feen und Illusionisten noch in Frieden lebten, gab es einen Kämmerer der Illusionisten. Dieser ist der Mann, der sich jedoch als Erzkanzler von Erastu vorgestellt hat. Er sagte auch, dass seine Leute ihm folgen werden. Wir wissen nicht, ob wir ihn trauen können. Es ist nicht so, dass wir grundsätzlich den Illusionisten misstrauen. Doch die jüngsten Ereignisse bezüglich Verrat und Intrigen zwingen uns, gewisse Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Also... Verzeiht meine Unhöflichkeit, aber ich habe keinerlei Interesse, hier weiter gefangen zu sein. Dürfte ich also um die Frage bitten, die uns Freiheit gewährt? Gut. Da euch die Geschichte offenbar langweilt, fasse ich mich entgegen meiner Anweisung kurz und komme direkt zu der Frage. Wie lautet der Name dieses Mannes, der sich als Erzkanzler vorstellte? Das ist alles Merenor. Dies ist sein Name. Dürfte ich um die Freilassung bitten? Der Fährisch hielt kurz einen Moment inne, da er verwundert über die so spontane und lässig gesprochene Antwort war. Doch dann sprach er: Ihr habt wahr gesprochen. Selbstverständlich lasse ich euch gehen. Wir Feen stehen zu unserem Wort. Er drehte sich leicht seitlich und pfiff eine kurze, aber sehr schöne Melodie. Woraufhin sich alle Käfige hoben und die Illusionisten sich zu den Fährisch begaben. Wieso habt ihr uns vorige Nacht angegriffen? Fragte Lombus fordernd. Verzeiht, doch wir wussten nicht, dass ihr Illusionisten seid.
Bitte hab Verständnis dafür. Es ist viel Wasser den Bach hinabgeflossen, seitdem wir das letzte Mal mit einem Illusionisten gesprochen haben. Lysandro drehte sich um und sprach: Folgt mir bitte. Ich habe Auftrag, euch zu dem Herrn Erzkanzler und Frau Uria zu führen. Wir haben offenbar einiges zu bereden. Das sehe ich auch so, sagte Lombus in einem leicht mürrischen Ton. Er hob seine Hand und deutete den anderen, ihm zu folgen, sodass sie gemeinsam hinter Lysandro herliefen. Seki drängte sich durch die Masse der Illusionisten zu Lombus, welcher an der Spitze lief, und fragte ihn: Lombus, sind die Feen jetzt unsere Freunde oder stehen wir neutral? Nun, das wird sich sicher zeigen. So ist es, ergänzte Lysandro. Es ist so, sprach er weiter, während er sich umdrehte. Als er Seki erblickte, rief er: Moment, wer seid ihr? Und trat dabei einen Schritt auf ihn zu. Ich? Fragte Seki. Ja, ihr tragt schwarze Kleidung, genau wie die Shadow. Wer seid ihr? Mein Name ist Seki und ich bin wie ein Shadow gekleidet, weil ich ein Shadow bin. Lysandros Augen wurden groß und blitzschnell zog er sein Kurzschwert und hielt es Seki an die Kehle. Ihr Verräter! Lombus griff auf Lysandros Schulter und sprach dabei: Gute Güte, lass den Jungen in Frieden, Lysander. Er gehört zu uns. Ohne dass Lysandor seinen Blick weg von Seki richtete, sprach er: Einer von euch? Ihr beherbergt eure Feinde? Wer sagt mir, dass er kein Verräter ist? Ich sage das, lieber Lysandor, sprach eine sanfte Frauenstimme. Lysandor drehte seinen Kopf langsam um und er sah eine wunderschöne Fee. Entgegen der Feerische, die grünes Haar haben die Feen purpurne bis lilane Haare. Ebensolche schmückten das Antlitz der Fee, welche etwa 1 Meter groß war. Neben ihrer kleinen, spitzen Nase befanden sich 2 smaragdgrüne, große, ovale Augen, über denen sich eine dünne, ebenfalls lilane Augenbraue zog. Über ihre zarten Wangen legte sich ihr langes, volles Haar, das ihr bis zur Hüfte reichte und sich wie eine Mähne nach hinten wehte, wobei von ihren Scheitel aus 2 gedrehte Strähnen rasch nach vorne hingen und ihr seitlich über die Wangen liefen. Ihre Haare schienen magisch zu glitzern und funkelten in der Sonne. Ihre zarten, schmalen Körper bedeckte ein Gewand, welches sich in Blau und Lila abwechselte. Es endete an der Hüfte, wo sich eine Art Kleid anschmiegte, welches wie eine grüne Blüte aussah, wobei die Fee selbst das Zentrum bildete. Das Kleid reichte etwa bis zu den Knien und wehte im Wind. Frau Uria, aber wieso? Stammelte Lysandro zu Uria, die sich ihm mit leichten Schritten näherte. Weil er tatsächlich ein Illusionist ist. Merinor hat mir erzählt, dass ein Shadow unter seinem Kommando ist. Dieser junge Mann, lieber Lysandor, ist Seki. Nicht wahr, Seki? Seki hörte zwar die Frage, doch seine Lippen wollten nicht antworten. Er betrachtete Uria die ganze Zeit, doch dann sprach Lombus: Seki, du solltest ihr antworten. Immerhin scheint dein Leben davon abzuhängen. Ja, ich bin Seki. Er wandte seinen Blick von Uria ab und blickte Lysandor leicht grimmig an. Nun nehmt schon euer Schwert weg. Lysandor blickte Uria an und diese nickte, woraufhin er das Schwert wieder in die Scheide steckte. Verzeiht, Seki, habe ich euch doch zu Unrecht für einen Feind gehalten. Schon gut, ich bin langsam daran gewöhnt. Bitte folgt mir, der Rat wartet bereits, sprach Uria. Dann drehte sie sich um und alle folgten ihr. Lombus drängte sich nach vorne und fragte sie: Der Rat? Welcher Rat denn? Der Rat der Feen. Wir müssen beraten, wie es weitergeht. Heißt das, ihr wollt gegen die Shadow vorgehen? Wenn es das Schicksal so will. Das Schicksal? Hört, edle Uria, ich will nicht anmaßend sein, aber das Schicksal wird wohl kaum diese Entscheidung treffen. Aber das Schicksal trifft die Entscheidung, ob es eine Möglichkeit zum Handeln gibt. Basierend auf einer solchen Entscheidung müssen wir eine fällen. Die Welt ist weit mehr ungeordnet und unbegründet, als ihr denkt, Herr Lombus. Lombus strich über seinen Bart und schien nachzudenken, während er stumm weiterlief. So erreichte die Gruppe eine Lichtung, an deren Rand lauter Baumstämme lagen und einen Kreis bildeten, in dessen mit ein runder, erhobener Feld stand. Der Stamm, der gegenüber den Eingang zur Lichtung lag, war bereits von einem Illusionisten besetzt. Es war Merinor, der Erzkanzler. Als Lombus, Seki und die anderen ihn sahen, waren sie erleichtert, denn obwohl sie nun von Lysander erfahren hatten, dass dem Erzkanzler gut geht, war es wohl doch erst nötig, ihn leibhaftig wieder zu begegnen, um seine Unversehrtheit zu realisieren. Nach einem kurzen Moment des Zögerns gesellten sich alle zu ihm und bildeten einen neugierigen Kreis, der ihn fragen wie: Wie habt ihr das geschafft? Hält euch der Sense für dort? Oder: Habt ihr sie doch nur zurückgeschlagen? Regelrecht bombardierte. Ein lautes Ruhe von Lysandor ließ den Frageschwall verstummen und zog die Blicke der Illusionisten auf ihn. Ich kann eure Neugier verstehen, doch ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Später, wenn unser Rat beendet ist, dann könnt ihr euren Wissensbedürfnissen weiter nachgehen. Bis dahin.
Er drehte sich seitlich und verwies mit seiner Hand gen Osten. Könnt ihr euch in unserer Stadt hinter den Bäumen umschauen? Die Wachen sind angewiesen, euch alle Fragen nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Sie werden euch auch eure Unterkünfte für die Nacht zeigen. Verzeiht bitte, dass wir euch provisorisch unterbringen müssen. Doch da wir Gäste nicht gewohnt sind, verfügen wir auch über kein Hotel oder dergleichen. Die Illusionisten zögerten eine Weile, doch dann folgten sie dieser höflichen Aufforderung. Auch Seki und Lombus folgten der Aufforderung, doch sie wurden vom Erzkanzler mit den Worten Seki, Lombus, ihr nicht. Gehindert, sodass sie sich neben Lombus setzten, während die anderen die Lichtung verließen. Nachdem dies geschehen war, begab sich Oria, begleitet von Lysander, auf den Felsen in der Mitte und sprach Ich möchte alle Anwesenden herzlichst begrüßen. Viele Monde sind vergangen, seit der Rat der Feen das letzte Mal tagte. Sie blickte Richtung Osten. Dort saßen drei in halbtransparente, hellgrüne Kleider gekleidete Feen, die sehr zart und weise wirkten. Wir sind heute hier versammelt, um den Krieg der Menschen zu debattieren. Dazu begrüße ich die Dualen und ihre Lebensschwörerin, Frau Lilie. Ihr Blick wanderte gen Süden, wo auf dem Baumstamm ältere, in dunkle, braune Felle gekleidete Herren saßen, auf deren Haut scheinbar Moos wuchs. Auch erfreut mich die Anwesenheit der Bestienmeister unter der Führung von Essenzmeister Bärenklau. Nun wandte sie ihren Blick gen Westen und streckte ihre Hand zu einem leeren Baumstamm aus. Die Herrschaft wird durch mich, Oria, vertreten. An meiner Seite Lysander, General und Oberbefehlshaber unserer Militärstreitkräfte. Es ist eine ungewöhnliche Situation. Daher haben wir heute auch ungewöhnliche Gäste. Sie blickte nun nach Norden, zu dem Baumstamm, auf dem der Erzkanzler, Seki und Lombus saßen. Wir alle sind hier, weil wir eine gemeinsame Bedrohung fürchten. Die Shadows. Einer unserer Gäste, der junge Mann, welcher den Namen Seki trägt, ist einer dieser Shadows. Die Herren neben ihm sind Lombus und Merenor, Illusionisten, die sich den Machenschaften des Lords entzogen haben und so selbstständig eine Universität der Illusion gegründet haben, die auf Toleranz und Vernunft aufgebaut ist. Dies ist auch der Grund, warum der Shadow sich bei ihnen befindet, denn er ist reinen Herzens und wurde von den Illusionisten aufgenommen. Auch wenn es euch schwerfällt, ihnen zu trauen, so bitte ich um Wahrung der Höflichkeit. Ihr habt vor ihnen nichts zu befürchten. Ihr Anführer, Merenor, ist mir seit Kindheit bekannt und ich vertraue ihm. Misstraut ihr ihnen, so misstraut ihr auch uns. Essenzmeister Bärenklau stand auf und sprach, Es ist viel Zeit verstrichen, seit Feen und Menschen einander halfen. Das Vertrauen, was wir in sie setzten, wurde gebrochen. Die Ehre der Wahrheit gedemütigt. So versteht, werte Frau Oria, dass das Vertrauen erst wieder wachsen muss. Seine Stimme war tief und brummig, doch klang sie weder bedrohlich noch zornig. Sie zeugte vielmehr von viel Erfahrung und noch mehr Weisheit. Weiser Herr Bärenklau, das kann ich verstehen. Doch ist nicht der Feind unseres Feindes unser Freund? Unter Feen mag diese Weisheit gelten und zutreffen. Doch wie jede Weisheit ist sie bei Menschen mit Vorsicht zu genießen. Ja, die Menschen sind schlau, erfinderisch und clever. Doch findet man bei ihnen weit mehr Narren als Weise. Und selbst die Weisen der Menschen besitzen mehr Narrheit als Weisheit. Ein trauriger, doch wahrer Umstand. Aber selbst ein Narr kann einen Weisen raten. Versteht bitte, sie mögen in unsere Augen wie Narren wirken, doch sie können für uns trotz allem eine Bereicherung darstellen. Nicht mit Weisheit, doch mit Wissen. Und das, werte Herr Bärenklau, ist gewiss die größte Stärke der Menschen. Doch wozu, so frage ich euch, brauchen wir dieses Wissen? Unser Leben in diesem Wald ist geprägt von Harmonie, Einklang und Beständigkeit. Wir leben voller Glück und Zufriedenheit. Ja, doch dieses Leben steht bereits jetzt, in diesem Moment, auf der Schneide der Sens des Seelenschnitters. Ein Krieg zieht auf, ein gefährlicher Krieg. Darf ich um das Wort bitten? Ertönte die süßliche und piepsige Stimme der Lebensschwörerin Frau Lilie. Bärenklau nickte ihr leicht zu und streckte seine geöffnete Hand aus und setzte sich. Danke. Werte Frau Oria, als Lebensschwörerin habe ich, wie jede Dualene, die Aufgabe, für das weitere Existieren der Harmonie zu sorgen. Krieg ist unvermeidbar mit Harmonie. Es ist ein Paradoxon, wie glücklicher Hass. Auch wenn ihr es noch nicht ausgesprochen habt, so spüre ich doch, dass ihr diesen Illusionisten helfen wollt. Ein durchaus ehrbares Unterfangen, doch rate ich euch davon ab. Denn so werden wir den Krieg auf uns ziehen und unsere Harmonie gefährden. Es ist nicht unser Krieg.
Betrachtet man die Gegenwart, so habt ihr alle recht. Doch in der Zukunft wird der Krieg uns ereilen. Der Zensee wird seinen Truppen verstärken und uns angreifen. Dann sind wir allein, denn zuvor wird er die Illusionisten aus dem Weg räumen, um seine Macht zu festigen. Herr Biancau sprang auf und sprach laut: Doch wir sind nicht in Gefahr. Der Wald wird uns verteidigen. Ihr wisst genau, wie mächtig der Wald ist, wenn die Bestienmeister und die Alleen zusammenkämpfen. Beruhigt euch bitte. Selbstverständlich weiß ich, welche Macht die Bestienmeister und die Alleen besitzen. Der Wald soll uns verteidigen. Doch was ist, wenn es keinen Wald mehr gibt? Wie meint ihr das? Fragte Herr Biancau, während Frau Lilie sich widersetzte. Ein mächtiges Wesen aus alter Zeit steht unter dem Kommando des Senseis. Ein riesiges Erdwesen mit Namen Rock. Es war mächtig genug, Leviathan zu bezwingen. Wie sollten unsere Wälder es aufhalten? Es hat Leviathan besiegt. Wie ist das möglich? Biancau blickte neugierig zum Erzkanzler. Dieser bemerkte den Blick, erhob sich und sprach: Leviathans Macht baut auf Agilität und Geschick. Doch diese kann er nur im Wasser beanspruchen. An Land ist er nur eine übergroße Schlange mit Zacken auf dem Rücken. Worauf wollt ihr hinaus, ehrenwerter Merenor? Fragte der Sensmeister. Nun, ich kann euch nicht erklären, wie, aber die Shadows fanden einen magischen Weg, das Wasser zu beseitigen, sodass Leviathan sich im Trockenen gegen Rock verteidigen musste. Doch ohne seine Agilität konnte er den starken Pranken dieses Monsters nicht entgehen und wurde bedauerlicherweise obsiegt. Mit leicht grimmigem Gesicht setzte sich der Erzkanzler wieder hin. Ihn schienen die Erinnerungen an der Schlacht Schmerzen zu bereiten, doch er versuchte, diese Schmerzen zu verbergen. Dies gelang ihm offenbar nicht besonders gut, denn gleich darauf sank Biancau leicht auf den Felsen nieder und blickte betrübt, doch dann sprach er: Leviathan, beeindruckend. Ihr habt recht, unser Wald kann solch ein starkes Wesen nicht aufhalten. Er richtete seinen Blick zu Ori auf. Und ihr denkt, die Illusionisten könnten die Lösung sein? Mit jedem, der auf unserer Seite steht, steigen unsere Chancen. Aber selbst mit vereinten Kräften, wie sollen wir dieses Wesen schlagen? Dürfte ich einen Vorschlag an den Elenrat der Feen tragen? Alle blickten sich um. Es war der Erzkanzler, der scheinbar durch einen rettenden Gedanken wieder Hoffnung geschöpft hatte und nun erhobenen Hauptes ehrfürchtig vor dem Rat stand. Natürlich dürft ihr reden, Herr Merenor. Genau aus diesem Grund haben wir euch ja hinzugezogen. Hab Dank! In der alten Bibliothek von Erastu fand ich ein Buch über seltene Relikte. In diesem Buch las ich von einem Stab des Phönix, der sich seit Generationen bei den Feen befinden soll und in der Lage ist, einen verheißungsvollen Feuervogel zu beschwören, stark genug, es mit Rock aufzunehmen. So möchte ich euch direkt fragen, besitzt ihr diesen Stab? Warrior blickte betrübt zu Boden. Einst war er unser, doch mit den Menschen kam die Gier. Als der Lord uns angegriffen hatte, gelang es offenbar einen seiner Männer, dieses Relikt zu entwenden. Obwohl wir sie geschlagen hatten, verloren wir dieses Relikt dennoch. Es kann uns nicht mehr helfen. Seki grübelte eine Weile, dann stand er auf und fragte in die Runde: Wie sieht der Stab aus? Was spielt das für eine Rolle? Sagte der Erzkanzler empört und setzte sich. Los, wie sieht er aus? Ich glaube, ich habe ihn schon einmal gesehen. Ist er so orange-rot mit einem Vogel an der Spitze? Ja, das ist er. Habt ihr ihn gesehen, edler Seki? Fragte Oria. Seki drehte sich zu Lombus. Erinnert ihr euch? Bei unserer Flucht? Da war doch dieser Stab, wegen dem ihr mich angeschrien habt. Das muss er sein. Seki, das ist es. Lombus stand auf und blickte in die sich erhellende Miene der Anwesenden. Der Stab des Phönix liegt im Gefängnis von Geldnot. Wir haben ihn gesehen. Ist er gut bewacht? Nein, er lag bei anderem Trödel, der offenbar als Beweismittel dienen sollte. Niemand hat ihn wohl erkannt. Dann sind wir gerettet. Wird der Rat der Feen nun zustimmen, diesen Menschen, den Illusionisten, um seiner selbst willen zu helfen? Es herrschte Ruhe. Was ist? Fragte Oria. Werte Oria, begann Lilie. Wir sind gewillt, den Illusionisten zu helfen, doch noch können wir ihnen nicht unser Vertrauen schenken. Zu viel Leid haben die Menschen gebracht, zu viele Intrigen herrschen. Ich verlange keine Wiedergutmachung der Taten des Lords, für die sie wohl nichts können, doch ich verlange einen Beweis ihrer Loyalität. Das wäre wahrlich eine weise Lösung, mit der jeder zufrieden sein kann. Ein Konsens der Tauglichkeit. Auch ich bin bereit, den Illusionisten zu helfen. Doch wäre mir wohler, wenn sie ihre Loyalität beweisen würden, sprach Biancau. Nun gut, so steht eine Bewährungsprobe an.
Bringt uns den Stab des Phönix wieder, dann werden wir an eurer Seite kämpfen. Der Rat hat entschieden, sprach Oria mit erhobener Stimme. Wir haben dafür keine Zeit, wir müssen... Der Erzkanzler legte die Hand auf Sekis Mund und sprach: Ich danke den Rat der Feen mit seiner Großherzigkeit. Doch eines bliebe noch zu klären. Wie alle alten Relikte ist der Stab an eine Macht gebunden, eine Art Seelenbündnis. Wie die Kugel des Leviathan, die sich einst in meinem Stab befand. Sie konnte nur von denen genutzt werden, welche durch ein magisches Ritual zum Erzkanzler ernannt wurden. Mit dem Stab des Phönix wird es nicht anders sein. So also wird nur ein Lord ihn verwenden können, der durch eine Zeremonie oder etwas Gleichwertiges seine Macht übertragen bekam. Ich gehe davon aus, dass alle hier Anwesenden des Rates wissen, dass Lord Billibully nicht mehr unter den Lebenden weilt. Sein Sohn Tralala trat die Folge an, doch unglücklicherweise kam er wohl bei seinem Angriff auf unsere Universität um. So also müssen wir uns eine Frage stellen. Wie sollen wir jemanden finden, der die nötige Macht besitzt, den Stab zu führen? So mächtig der Stab ist, allein dient er uns doch nur als Gehstock. Ein trefflicher Vortrag, Herr Merenor, so wie wir es von euch nicht minder erwartet hätten. Doch verzagt nicht, denn der intrigale Lord Tralala ist keinesfalls tot, nur vergessen. Edle Oria, was meint ihr? Helft bitte einem alten Mann auf die Sprünge. Sie kicherte in einen süßen Ton, der auch die härtesten Herzen hätte zerfließen lassen. Ich mag die Art eures Humors, Merenor, aber ich möchte eure Frage nicht unbeantwortet lassen. Tralala ist hier bei uns, als Gefangener. Bei der Schlacht, die er mit euch focht, muss er wohl die Flucht ergriffen haben, als er die Niederlage sah. Zu unser Glück oder auch seinem Unglück landete er hier in den Feenwäldern, wo ihn unsere Speer festnahmen. Eigentlich sollte ihn in 4 Tagen der Prozess gemacht werden, welcher mit Gewissheit den Todesurteil für ihn eingebracht hätte. Doch jetzt, so scheint es mir, werden wir seine Dienste wohl benötigen. Der Erzkanzler zuckte kurz zurück, da er von der plötzlichen Kälte in ihrer Stimme überrascht war. Nun, ich kann den Hass verstehen, den das Volk der Feen in ihren Herzen trägt. Doch Tod nützt er uns nichts. Wir brauchen seine Hilfe. Doch die Frage ist, was wir ihnen für diese geben müssen. Er wird sich wohl damit begnügen müssen, dass wir ihnen nichts nehmen. Leistet er loyale Dienste, so ist der Gerechtigkeit Genüge getan. Und wir werden ihm sein Leben schenken. Er hat viele getötet. Jetzt hat er die Chance, viele zu retten. Ausgezeichnet, liebe Oria. Dann führt mich doch bitte zu ihm. Geduld, lieber Merenor. Der Tag hat für uns alle viel Aufregung gebracht. Und morgen ist der Lord noch immer für uns zu sprechen. Wir werden ihn morgen konsultieren. Wie ihr wünscht. Er ist euer Gefangener und ein Tag Erholung wäre nach den jüngsten Ereignissen wohl angebracht. Wir Illusionisten respektieren die Weisheit und Güte des Feenvolks. Eure Worte ehren mein Volk. Ich erkläre damit den Rat der Feen für beendet. Widmet euch wieder euren Aufgaben. Und ihr, großherzige Illusionisten, genießt bitte unsere Gastfreundschaft. Wir haben nicht viel, doch wir möchten es mit euch teilen.